die Katalognummer 13 soll zu uns kommen. Ernesto, dreijähriger Sohn des Ehrenstolz, First Selection Laureus Ehrentusch, in Reitpferdeprüfungen schon hoch platziert, ebenfalls aus erfolgsverwöhnten Mutterhause. Die Zuchtgemeinschaft Ulmker schickt uns hier als Aussteller in die Bahn ihr Zuchtprodukt Ernesto, dreijährigen Wallach, Ehrenstolz, First Selection, so das Pedigree. Christoph Hess, bitteschön. Ja, und als ich dieses Pferd erstmalig gesehen habe, habe ich gleich gesagt, wow, das ist einer, den kann man sich im internationalen Grand Prix Viereck vorstellen. Ein Pferd mit ganz viel Kuck und Schnabel, eine Formulierung, die früher in Pferden gebraucht wurde bei den Auktionen, wenn man Pferde besonders begabt für begabt hielt, die viel Potenzial für das Versammeln mitbringen, die viel Potenzial für die Verstärkungen im mittleren und im starken Tempo mitbringen, die viel Bewegungsqualität, aber auch Einstellung mitbringen. Und beides zusammen ist bei ihm wirklich gegeben, bei dem Ernesto, dem Dreijährigen, ein ja, toll aufgemachtes Pferd mit ganz viel Go, mit ganz viel Bergauftendenz, mit ganz viel Freude an der Arbeit. Wenn man den beobachtet, der hat wirklich einige PS mehr, als vielleicht andere Pferde haben. Und die Kunst ist es jetzt, und Andrea, die Reiterin, hat das toll bisher rausbekommen, die Kunst ist, das zu kanalisieren und nicht zu überpowern. Das wäre total verkehrt zu sagen, ach, und mal gucken, was in ihm steckt. Ich glaube, wenn man den jetzt beobachtet, da merkt man, wie viel in ihm steckt. Und es muss allmählich reifen. Und jetzt merkt man, wenn er in die Ruhe kommt, dann kann man ihn immer mehr fordern. Aber es muss aus der ruhigen, konzentrierten Arbeit heraus passieren. Und man sieht, wie das Pferd immer mehr in die Konzentration kommt. Er sich, der Ernesto, immer mehr auf Andrea, die Bereiterin, die Reiterin, einlässt. Sie werden immer mehr zu einer Einheit. Und das funktioniert immer dann, wenn der Reiter, die Reiterin zum Treiben kommt. Und das kann man hier sehr schön sehen. Sie kommt immer mehr zum Treiben, kommt immer mehr an das Pferd heran. Der Ernesto lässt sie an sich herankommen. Sie klopft ihn jetzt auch, weil sie ein gutes Gefühl hat und ist dann in der Lage, uns auch in wenigen Augenblicken dann den Rechts- bzw. Linksgalopp zu zeigen. Das ist immer wichtig, dass man den Reitern die Möglichkeit gibt, das Pferd so zu galoppieren, wie der Reiter, die Reiterin es sich wünscht, denn manche Pferde galoppieren lieber erst auf der rechten, andere lieber erst auf der linken Hand. Hier bei Ernesto scheint das in beide Richtungen möglich zu sein. Sehr schön dieses Galoppieren jetzt auf der rechten Hand und wunderbar, Übergang in leichten Sitz. Auch eine Empfehlung für alle, die junge Pferde arbeiten, immer wieder in den entlastenden, in den leichten Sitz überzugehen. War genau das, was ich eben spürte, wollte gerade sagen, Andrea, etwas leichter sitzen und schon hast du meine Gedanken lesen können. Wunderbar. Und dann weicher Übergang in den Trab hinein. Genau so, gib ihm nochmal eine schöne Zirkelrunde, dass er sich anlehnen kann, das Gebiss sucht. Genau so, immer so die Tendenz vorwärts, abwärts in der Halsung, in der Dehnung. Wunderbar. Genau, linke Hand etwas tiefer. So, jawohl, dann angaloppieren. Jawohl, prima. Sehr schön. Nicht? Ladies and gentlemen, that's a horse, I think, a horse which we will see if the horse will find the right new owner on the Grand Prix level, maybe an international competitions horse with a lot of potential for medium trot, medium canter, extension and trot and canter. And I think when I watch the movement, when I watch the body of the horse, with a lot of potential for collection. Horse now lovely in the way how is able to stretch the body. In the beginning, the horse was a little bit tense, but now after a couple of minutes training here in front of us, the horse is starting to be more and more relaxed,
well stretching leg, neck, fairly good open throat latch, and then you see how lovely the horse is able to swing from behind over the back into the horse's mouth. And now we are enjoying the walk, good covering ground and over tracking, and especially absolutely clear in the forebeat rhythm, and a lovely, lovely relaxation. Herzlicher Dank, Andrea, für diese eindrucksvolle Präsentation von Ernesto.